Aloha, da sind wir wieder im größten Sandkasten der Welt. Und ihr dürft natürlich gerne mitspielen, oder nicht ganz, aber wenigstens zugucken. Früher hätten wir was gehustet. Der Nachbarskumpel hätte im Sandkasten gespielt und ich darf nur zugucken, weil aus welchen Gründen auch immer. Da wäre ich aber in die Decke geflogen, so kann ich euch sagen. Sandkasten war als Kind absolut meine Welt. Ein paar Matchbox-Autos mit rein und dann ging das los da. Da konnte man sich den ganzen Tag vertreiben, ohne Mist. Aber naja, man wird eben nicht erwachsen. Nur die Spielsachen werden teurer. Und in dem Fall projiziert das Sandkastenspielen aus Kindheitszeiten eben jetzt auf Minecraft über. Wie viel Sand haben wir denn überhaupt? Wir haben ja eigentlich relativ viel. So, na gut, dann machen wir das eben. Weil wir ja sonst gerade nichts vorhaben. Also wir haben schon noch ein bisschen was vor, aber jetzt keine großen Sachen, die jetzt unbedingt erledigt werden müssen. Deswegen tobe ich mich jetzt hier mal so ein bisschen aus. Wie gesagt, was ich auch schon vorhin erwähnt hatte, das sind zwar dann immer so ein bisschen monotone Folgen, weil man ja jetzt auch nicht permanent drüber quasseln kann. Ja, ich setze jetzt hier einen Sandblock hin, ich setze jetzt da einen Sandblock hin. Ja, toll, schön, spannend ist das natürlich. Aber toleriert das bitte, weil es hat Nutzen für die Zukunft. Für unser Schlachtfeld, was hier entstehen wird. Und dann könnt ihr euch in der nächsten Staffel spätestens dann auch wieder drauf freuen, dass wir hier mal richtige Kämpfe wieder machen. Weil es ist ja echt lange her. Also ich rede ja von knapp 300 Folgen, wo wir das letzte Mal gemacht haben. Ja, und da ebnen wir das eben hier alles noch so schön. Da steht der Bunker jetzt doch nicht so ganz außerhalb, sondern doch ein bisschen weiter innen, wenn wir das hier außenrum noch alles aufschütten bis darüber. Und dann passt das eigentlich schon ganz gut, denke ich. Mal vielleicht auch auf den Bildschirm gucken beim Spielen. Da laufen wir keine 100 Meter ohne Sand in der Hand rückwärts. Ohne Sand in der Hand durchs Minecraft-Land. Oder eben umgedreht mit Sand in der Hand durchs Wüstenland. So, jetzt muss ich mal überlegen. So, da ist ungefähr die Kante, da hinten ist aber schon Wasser. Ob das vielleicht sogar schon so reicht. Oder mal hier noch ein bisschen aufschütten. Wenigstens bis hier rüber so. Könnte man eigentlich machen. Weil da drüben fängt dann eh schon wieder das Wasser an. Das Wasser will ich jetzt nicht unbedingt zuschütten müssen, sagte er und schüttete das Wasser zu. Ist aber auch so Oberkante, Unterlippe, also viel weiter will und möchte ich dann nicht gehen. Irgendwann sind die Sandvorräte dann eh erstmal aufgebraucht hier. Und dann brauchen wir über solche Sachen nicht mehr weiterreden. Ich schütte das jetzt mal noch hier unten rein. Die paar, die ich jetzt habe. Und dann können wir mal gucken, wie es in etwa aufgehen wird. Also wir werden auf jeden Fall ohne Sand dieses Feld hier verlassen. Das habe ich schon so kalkuliert. Dass wir hier nichts übrig lassen von dem, was wir jetzt gerade eben uns angesammelt haben.
Und 64 Sandblöcke sind eben ganz schnell mal weg. Das sieht man ja hier. So, das lassen wir erstmal so. Hier machen wir noch einen kleinen Absatz rein. Zack. Ja. Passt doch. So. Das hier begradigen wir mal noch ein bisschen. Dass wir die Schaufel vielleicht auch noch loskriegen, weißt du? So. Passt hier ganz gut. Ich habe gerade Doppel-Leertaste gedrückt, weil ich fliegen wollte, aber wir sind ja nicht im Kreativmodus, schade. Schon wieder vergessen. Naja, wir machen es wenigstens mal so zweckmäßig. Ein bisschen. Ein bisschen. Und den Rest schütten wir hier noch auf. Und dann geht das. Dann geht das alles in Gang. Und dann ist das Schlachtfeld doch relativ groß. Möchte ich mal sagen. Ja, also wenn man das jetzt so überblickt hier. Klar könnte man die Ecke hier noch machen, aber muss nicht sein, weil wie gesagt, da müsste ich hier jetzt noch relativ viel Ozean aufschütten und das ist ja nur auch nicht gerade wenig Arbeit. Da bräuchten wir noch schon ein ganz schönes Stück mehr Sand. Also nicht mehr Sand, sondern mehr Sand. Also wir können auch mehr Sand für mehr Sand nehmen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich. Wenn es natürlich bei euch so spät ist wie bei mir und ihr vielleicht schon eine ganze Weile wach seid und vielleicht auch ein bisschen verspannt seid und sowas, dann nehmt das um Gottes Willen nicht ernst. Weil ich weiß manchmal selber nicht, was ich laber. Wenn ich mir dann die Folgen selber anschaue, da denke ich manchmal so, hä? Was? Wie? Warum? Und hä? Und weswegen vor allen Dingen? So, das ist auch ein Creeper-Loch hier, was ich noch ganz gerne ein kleines bisschen stutzen würde. Dass es nicht ganz so blöd aussieht. Das waren nämlich die Viecher damals. Als wir den ersten Überfall hatten in dieser Wüstenregion. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier noch ein bisschen Forming machen. Und dann ist der Sand eh weg. Und dann können wir auch wieder nach Hause gehen. Vorausgesetzt, wir kriegen die Schaufel noch kaputt. Das kriegen wir schon hin. Ne? Wäre gelacht, wenn nicht. Weil die ist ja eh schon im schwarzen Bereich. Da müssen wir vielleicht noch ein, zwei Mal graben hier. Und dann ist die Fujikato. So. Jo, sieht doch gut aus. So, und weil es nicht genau aufgeht, nehmen wir uns von hier drüben noch ein bisschen weg. So. Und wie es einfach mal exakt passt, das liebe ich doch. Schaufel weg, Sand weg, fertig. Und die Folge ist auch noch nicht vorbei, also perfekt wieder umgesetzt. Wie berechnet. Wie macht man das bloß manchmal, meine Herren und deine? Lustig. Feiere ich meistens. Bin ich ein bisschen kleinlich, aber ich finde das gut. Wenn das alles so perfekt passt und alles und genau aufgeht, als ob ich das vorher ausgemessen und berechnet hätte und genau gewusst hätte, wo ich die Sandblöcke reinschmeiße, weißt du? Optimal plus. So. Und da sind wir sogar noch vor Ende der Folge im Lagerhaus. Und räumen dann das Lager aus. Die Öfen natürlich. War bloß gerade ein schönes Wortspiel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben,
und 8.